Vielen Dank, Herr Präsident. Die chemische Industrie ist zweifellos eine der wichtigsten Industrien für unser Bundesland. Viel zu wichtig, um vor diesem Hintergrund parteipolitisch motivierte Positionierungsspielchen zu betreiben. Wenn man sich aber den Antrag anschaut, so findet man ein Sammelsurium von Positionen und Forderungen. Aus der Feder CDU sind das in weiten Teilen keine neuen Forderungen. Und bisher war das relativ erfolglos. Und das wird vermutlich auch erstmal so bleiben. Wir jedenfalls werden sicher nicht diejenigen sein, die diese Sorte von Anträgen befürworten. Wir können den Forderungen in diesem Antrag nicht zustimmen. Selbstverständlich befürworten wir die Überweisung in den Ausschuss. Ich möchte anmerken, dass wir auch unter der Beteiligung der CDU gerade in der Enquete 2 das Thema Zukunft der chemischen Industrie ausführlich behandeln. Und ich glaube, wir sind dort schon jetzt weiter als Ihr Antrag. Vielleicht wäre es gut gewesen, Ihre Vertreter dort an diesem Antrag zu beteiligen. Denn dort versuchen wir, möglichst fernab parteipolitischer Färbung neutral zu agieren, um der Wichtigkeit dieser Industrie gerecht zu werden. Stattdessen also das übliche Spiel hier im Plenum. Das eigentliche Thema ist nur ein Vehikel, um mal wieder ein Sammelsurium an eigenen Positionen in die Öffentlichkeit zu blasen. Aber mal etwas konkreter. Das Klimaschutzgesetz soll weg. Schon wieder. Warum eigentlich? Um den Standort NRW für die chemische Industrie zu sichern? Wirklich? Erklären Sie mir das bitte. Das erschließt sich mir einfach nicht. Gerade Maßnahmen gegen den Klimawandel können wichtige Geschäftsmöglichkeiten schaffen. In einer Welt, in der wir die Auswirkungen des Klimawandels bereits zu spüren bekommen, ist es eine gute Strategie, sich für das Klima einzusetzen. Wenn nicht gar die einzige Option. Produktionsprozesse und Produkte im Hinblick auf den Energieeinsatz zu optimieren, ist ein Weg, der gegangen werden muss. Er führt uns in die Zukunft, er bedeutet den Fortschritt, den wir brauchen. Für den Klimaschutz, für die Effizienz und am Ende womöglich sogar für den Export der dafür entwickelten Technologien. Hallo Wirtschaftspolitik. Die Bekämpfung des Klimawandels ist langfristig eine Wachstumsstrategie. Auch hier gilt global denken und lokal handeln. Nicht auf den Letzten warten, sondern aktiv die Richtung bestimmen, ist unser Ansatz. Deutschland und gerade NRW müssen an der Stelle vorweggehen. Wer meint, das EEG müsse reformiert werden, um den Industriestandort NRW zu stärken, der hat den Sinn des Gesetzes nicht verstanden. Es ist kein Standortstärkungsgesetz. Es wurde gegen den Widerstand der CDU auf den Weg gebracht, um den erneuerbaren Energieträgern eine Chance auf dem Energiemarkt zu geben, die sie ohne nicht hätten. Dieses Ziel muss unbedingt erhalten bleiben, denn die Erneuerbaren sind die einzig langfristige, sichere Energiequelle, die wir haben. Das steckt für logisch denkende Menschen schon im Namen. Nicht fehlen darf natürlich auch die CO-Pipeline. Auch die wurde unter Ministerpräsident Rüttgers auf den Weg gebracht und dann von Gerichten gestoppt. Statt zu fragen, wie man den Rohstoff Kohlenmonoxid dort herstellen kann, wo er gebraucht wird, soll endlich die Pipeline trotz aller Fehler beim Bau und im Verfahren in Betrieb gehen. Das eigentliche Problem ist, wie so oft, statt vorher auf die Bürger zuzugehen, das Projekt zu erklären, die Bedenken zu entkräften und bereit zu sein, auch Alternativen zu denken, setzt man einfach voraus, dass das Projekt am Ende auch gegen die Bürger durchzusetzen ist. Das ist nicht das, was wir unter Bürgerbeteiligung verstehen. Tut mir leid. Herr Kollege Schmalenbach, wenn ich kurz unterbrechen darf, der Kollege Ellerbrock wird eine Zwischenfrage stellen. Und vor allem ist es keine Methode, die Zukunft hat. In der vernetzten Welt findet der Informationsaustausch immer schneller statt und die Bürger organisieren sich deutlich schneller gegen solche Projekte. Get used to it. Das Ergebnis Ihrer Haltung zur CO-Pipeline finden Sie heute unter anderem in der RP. Dort wirft man Ihnen vor, der Antrag sei, ich zitiere, scheinheilig und menschenverachtend und Rückfall in die Frühzeiten der Industrialisierung. Das ist das Ergebnis Ihres Antrags, und zwar ganz unmittelbar. Vielleicht denken Sie mal drüber nach, wenn Sie Ihre Strategie weiterfahren, Anträge für die Presse zu machen, dann achten Sie vielleicht auch mal darauf, zukünftig darauf, den Bürgern dieses Landes dabei nicht ins Gesicht zu schlagen. Vielen Dank. Habe ich richtig verstanden? Die Zwischenfrage jetzt zum Schluss, ja? Dann hätte der Herr Kollege Ellerbrock jetzt die Möglichkeit, die Zwischenfrage noch zu stellen. Bitte sehr. Herr Kollege, es ist, glaube ich, unstrittig, dass die Kommunikationsstrategie von Wingas und Bayer
grottenschlecht war. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Ich glaube, da haben alle Beteiligten gelernt. Man hätte, muss auch vielleicht in Frage stellen, will ich auch konzidieren, war die Strategie der Bezirksregierung zu sagen, Friede mit den Kommunen und Vorschläge für die Leitungslegung der Kommunen, bitte nicht einen großkronigen Baum gefährden, stattdessen lieber durch näher zum Schwimmbad und durch die Wohnsiedlung, ob das die Strategie richtig war. Aber es geht ja bei dem Fall jetzt, den Sie zitieren, eigentlich um das Rohrleitungsgesetz, ich sage mal die Enteignungsgrundlage. Und diese Enteignungsgrundlage, ach Herr Kollege, interessant Ihr Beitrag, danke schön. Und dieses Rohrleitungsgesetz hebt auf das Allgemeinwohl ab. Und dort ist ja zum ersten Mal verankert, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen dem Allgemeinwohl dient. Und darum geht es eigentlich. Könnten Sie das vielleicht bei Ihrem Beitrag nächstes Mal mit berücksichtigen? Das werde ich gerne tun, auch wenn ich dazu dann wahrscheinlich einen ganz anderen Aufschlag machen müsste. Es tut mir leid, dieses ewige Herunterbeten von Arbeitsplätzen, die Arbeitsplätze überall, es tut mir leid, wir können dem so nicht folgen. Wir denken uns eine Gesellschaft von morgen, die anders aussieht, in der die Arbeitsplätze, vor allem die Erwerbsarbeitsplätze, eine ganz andere Bedeutung haben werden. Deswegen finden wir dieses ewige Referenzieren auf die Arbeitsplätze, empfinden wir als, ja, tut mir leid, populistisch. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Für die Landesregierung spricht in Vertretung für Herrn Minister Düden, Herr Minister Dr.